Meine Damen und Herren, nichtsdestotrotz, ich finde, dass es heute Abend hier mit Ihnen in der Lichtburg in Essen ein wirklich schöner Abend, aber ich finde eins ein bisschen ungerecht, ja? Weil ich nehme an, dass Sie mich alle kennen. Klar, logisch, dass Sie mich kennen. Ich bin ja auch ein Fernsehstar. Ich kann nichts dran tun. Nee? Da ist es ganz logisch, dass Sie mich kennen, sonst wäre ich ja nicht so ein berühmter und beleibter, beliebter Fernsehstar, nicht? Nur jetzt kenne ich Sie gar nicht hier im Saal. Frau Mauren habe ich ein bisschen kennengelernt. Gerade unser Pärchen, Olli und sein Schatz. Oder hier der Uwe und sein Schatz, die heute Abend hier sind. Sonst die anderen kenne ich gar nicht. Ja, jetzt werden Sie sagen, woher soll der uns auch kennen, nicht? Es kann ja nicht jeder so ein Glitzer, Glamour, Glitterstar sein, wie ich einer bin. Und das fühlt sich wirklich fantastisch an, Frau Mauren, wirklich wahr. Und ich hätte große Lust, meine Damen und Herren, Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen komme ich noch mal zu Ihnen runter. Sie entspannen sich bitte, Frau Mauren, Ihre Stunde ist noch nicht gekommen. Gehen wir doch einfach mal hier auf dieser Seite runter. Sitzen noch lauter nette Leute. Ich gehe mal zu dem Herrn da vorne. Ist doch ein sehr netter Herr. Guten Abend. Ich gehe einfach jetzt mal auf Sie zu. Wer sitzt hier? Sie sind der Herr? Ich habe es befürchtet. Sie sind der Herr? Paus. Herr Pauls, wunderschönen guten Abend. Als Sie heute Abend in den Saal reingekommen sind, ganz ehrlich, hätten Sie sich gedacht, dass ich Sie anspreche, hatten Sie was im Urin? Wie war es, Herr Paus? Ich habe sowas vermutet. Und was ist das jetzt für ein Gefühl? Ich meine, Sie, Herr Pauls, und so ein Riesenkracher-Typ wie ich. Nein, nein, das ist ein ganz schlechter Scherz. Meine Damen und Herren, wissen Sie was? Ich hätte große Lust, Sie heute Abend einmal alle persönlich kennenzulernen. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt durch alle Reihen durch. Erst hier unten, dann oben auf die beiden Ränge. Ich führe mit jedem ein kurzes, knackiges, persönliches Gespräch. Ich finde ja. Ich finde, die Zeit nehmen wir uns heute mal. Ich finde, die Zeit nehmen wir uns heute mal. Ja? Und hier sitzen lauter nette Leute. Ich gehe einfach mal zu der Dame hier vorne. Guten Abend. Sie sind die Frau? Bär. Frau Bär. Namen Frau. Frau Bär. Oh, witzig. Frau Bär, ja, wir beide. So, jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen beschnuppern, Frau Bär. Ach so, hatte ich schon Frau Bär. Frau Bär, heute Abend an der Abendkasse wurden Sie nett angelächelt, wie sich's gehört, Frau Bär? Leider noch nicht, nein. Dann lag's vielleicht an Ihnen, Frau Bär, ja? Entschuldigung. Nee, Freunde, also wenn jetzt alle so pampig antworten wie hier unsere Frau Bär, nee, da habe ich auch keine Lust mehr. Nee, dann lassen wir das. Ich weiß auch nicht, liebe Frau Bär, wie viele Leute heute Abend hier im Saal drin sind, aber ich schätze mal, komm, 8000 Menschen werden das sein. Und da kann ich hier nicht mit jedem, Frau Bier, kann ich jetzt nicht ein Einzelgespräch führen. Ich würde vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Ich zähle jetzt einfach bis drei und dann rufen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen einfach zu. Da weiß ich in etwa, mit wem ich es zu tun habe, ja? Wollen wir das mal probieren, Frau Bier? Sie entspannen sich, wir kennen uns ja schon, ja? Herr Pauls, auch Sie einfach zurücklehnen, lass die anderen mal machen. Los geht's. Und eins, zwei, drei. Ja, die Nummer ist ein Mörderklopper, funktioniert ja großartig. Vielleicht, liebe Frau Bär, lieber Herr Pauls, machen Sie doch lieber mit, so als kleiner Ansporn hier für die Leute im Saal. Und vielleicht rufen Sie mir auch noch Sternzeichen, Hobby und sowas zu, damit ich Sie noch besser kennenlerne. Wir probieren das nochmal, ja? Und eins, zwei, drei. Jungfrau, der Saal ist Jungfrau, ganz wunderbar. Jetzt ist Ihr Name hier in dem Gebrüll leider untergegangen. Ich habe ihn nicht verstehen können, Ihren Namen. Wer sitzt denn hier? Der Timo. Timo, ich darf Ihnen etwas verraten. Sie, lieber Timo, sind heute Abend mal ein Glückshase. Sie, lieber Timo, sind heute Abend ein Fortune Bunny. Denn über Sie, lieber Timo, wird hier gleich der absolute Wahnsinn hereinbrechen. Sie, lieber Timo, werden gleich stellvertretend für diese 18.000 begeisterten Menschen hier in Essen etwas erleben. Entschuldigung, das hat es so noch gar nicht gegeben. Sie, lieber Herr Timo, werden jetzt etwas Unglaubliches erleben. Schauen Sie mal, ich bin den ganzen weiten Weg von der Bühne hier bis zu Ihnen hier runter. Das hätte ich gar nicht nötig gehabt, ja? Aber ich mache das gerne, denn ich liebe meine Fans und meine Fans lieben Frau Bär, mitspielen, mitgewinnen wieder hier. Oh. Und deshalb dürfen Sie, lieber Timo, jetzt etwas tun. Das hat es so noch gar nicht gegeben. Sie werden stellvertretend für diese 85.000 Menschen hier im Essener Olympiastadion jetzt etwas tun. Das ist unglaublich. Sie, lieber Timo, Sie dürfen mich jetzt anfassen und Sie entscheiden, wo. Warum nicht? Ich finde, warum? Frau Bär, ich finde es nicht so schlimm.
finde es nicht so schlimm. Ich finde, das kann man machen. Ja gut, Servicepaket natürlich nicht. Timo, ich reiche Ihnen die Hand. Gerne. Sie. Ach, bisschen schwierig. Nasse Hände. Lieber Timo, jetzt natürlich meine Frage an Sie. Was war das für Sie für ein Gefühl, lieber Timo? Es gab mir schon den Kick. Es gab Ihnen den Kick. Mir ging es ähnlich, lieber Timo, und ich freue mich, dass Sie mit diesem Kick heute Abend nach Hause gehen. Sie, meine Damen und Herren in Essen, haben bitte einmal Verständnis dafür, dass ich mich heute Abend hier nicht von allen 90.000 anfassen lassen kann. Vielleicht fassen Sie am Ende der Veranstaltung einfach mal unseren Timo an, der hier vorne sitzt. Und für diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, mich persönlich etwas besser kennenzulernen, für die habe ich etwas mitgebracht. Das ist ein sehr persönlicher Gegenstand, steckt eine Menge von mir drin. Und zwar ist das hier diese sympathische Sport- und Wandersocke. Und ich würde vorschlagen, meine Damen und Herren, ich gebe die einfach mal durch. Ja, am Ende des Abends können Sie die für einen guten Zweck für 42,60 Mark ersteigern. Haben Sie gerade alleine Spaß mit der Socke? Brauchen Sie mich nicht mehr. Meine Damen und Herren, lieber Timo, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Wo ist die Socke? Am Fliegen ist. Halten Sie mal schön fest die Socke.